Dass die gesetzliche Rente früher oder später leider für viele zu wenig ist oder vor einem Aus steht, verschweigen uns unsere Politiker schon mal ganz gerne. Doch bereits heute sichert ja die gesetzliche Rente für Millionen Menschen nicht mal die finanzielle Existenz nach dem Arbeitsleben wirklich ab. Überfüllte Tafeln oder ein regelrechtes Überleben, ganz offen gesagt auf Hartz-IV-Niveau, sind schon heute leider die bittere Realität für Millionen Rentner hierzulande. Und die jährliche Renteninformation verschärft meiner Meinung nach auch noch dieses zuspitzende Problematik, denn die dort ausgewiesene Höhe der sogenannten Bruttorente hört sich ja vielleicht auf den ersten Blick oder sieht auf den ersten Blick vielleicht halbwegs beruhigend aus, doch auch Rentner oder Rentnerinnen müssen in Deutschland mit erheblichen Abzügen eben auch für Steuern und Sozialabgaben im Alter rechnen. Doch eben jene Tatsache wird nirgendwo so richtig und verständlich in der besagten Renteninformation mal deutlich. Und ja, es fällt mehr oder weniger eigentlich unter den Tisch. Denn auch im Ruhestand müssen natürlich auch für viele Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung bezahlt werden. Und das eben nicht ohne. Denn mittlerweile fallen weit mehr als 10% für die Kranken- und Pflegeversicherung an. Und on top kommen dann nochmal die entsprechenden Steuern, die ebenfalls natürlich auch nicht zu unterschätzen sein durften. Allerdings kommt dabei nicht nur, es kommt nicht nur auf die Höhe der Rente natürlich an, sondern eben auch darauf, wann jemand vielleicht vorhat, in Ruhestand zu gehen. Denn Renten werden ja seit 2005 teilweise besteuert und alle Renten, die im Jahre zum Beispiel 2040 oder später beginnen, sind dann sogar zu 100% steuerpflichtig. Doch damit nicht genug. Auch die Inflation haben viele in puncto Altersrente überhaupt nicht so richtig auf dem Schirm, meiner Meinung nach. Das stellt sich zumindest immer wieder, ich persönlich in meinen Gesprächen mit vielen Kunden seit vielen Jahren zurück. Zwar steht natürlich in der Renteninformation ein wichtiger Hinweis, und zwar, dass man über der zu erwartenden Rente den Kaufkraftverlust eben beachten sollte. Aber mal ganz offen und ehrlich, wer kann sich denn bitte 10 oder sogar 20 Jahre zahlenmäßig wirklich real vorstellen, wie seine Rente dann im Alter wirklich durch die Inflation an Wert verloren hat oder verlieren wird? Zwar wird der ein oder andere jetzt mit Sicherheit natürlich einhaken, dass die Löhne ja auch über Jahrzehnte hinweg an die Inflation teilweise natürlich angepasst werden, doch die Realität sieht da leider auch ganz anders aus. Und zwar habe ich Ihnen dafür mal einen Zeitraum mitgebracht, in dem ich ja jetzt keine ausufernden Inflationsraten berücksichtigt habe, so wie es aus den vergangenen Monaten ja noch irgendwo mittlerweile Gewohnheit geworden ist. Und zwar geht es um den Zeitraum mal von 2000 bis 2010. Denn in diesen 10 Jahren war die Inflation deutlich höher als der Anstieg eben der Renten. Insgesamt legte die Inflation dort immerhin um satte 16,6% zu. Die Standardrente in Deutschland erhöhte sich von 2000 bis 2010 im Westen aber nur um 9,5% und im Osten eben um 11,7%. Wir reden also hier wohlgemerkt über ein Jahrzehnt, in dem die höchste statistische Inflationsrate gerade einmal 2,6% betrug, und zwar im Jahre 2008. Heutzutage haben wir es ja bekanntlich mit ganz anderen Inflationsraten diesbezüglich zu tun. Und zwar kann mir daher nur sehr schwer vorstellen, dass es in der nahen Zukunft signifikante Rentenanpassungen geben wird, um hier die Inflation wirklich tatsächlich wirksam dahin gegenzuwirken. Halten wir also an dieser Stelle mal ganz offen Folgendes fest. Viele der heute Durchschnittsverdiener werden ihren Lebensstandard wohl mit einer Rente auf Grundsicherungsniveau dann bestreiten müssen. Doch wie viel müsste man eigentlich in diesem Zusammenhang im Laufe seines Arbeitslebens verdienen, um etwa zum Beispiel eine gesetzliche Rente von angenommen mal 2000 Euro brutto zu bekommen? Interessante Frage. Die Antwort ist für viele bestimmt jetzt frustrierend und höchst alarmierend zugleich, denn wer im Alter 2000 Euro Rente beziehen möchte, muss bereits zum Start ins Berufsleben mindestens mal 4.500 Euro brutto verdienen und eben jenes Einkommen müsste dann auch rund 45 Jahre lang gehalten werden. Ja, wenn man jetzt mal bedenkt, dass beispielsweise Friseure hierzulande nicht mal 1.800 Euro brutto verdienen, dann weiß man schon, wo die Reise eigentlich dann faktisch hingehen wird.
Denn keineswegs hat jeder durchschnittlich 4.500 Euro brutto. Doch um dieser katastrophalen Rentenentwicklung tatsächlich entgegenzusteuern, hilft nur eins, und zwar sich um die eigene Altersvorsorge so früh wie möglich und damit auch für den Vermögensaufbau zu kümmern. Genau aus diesem Grunde veranstalte ich übrigens auch einen einmaligen exklusiven Live-Online-Investment-Workshop, und zwar am Sonntag, den 8.10. ab 11 Uhr. Denn ich weiß, dass es gerade in diesen turbulenten Zeiten sehr, sehr schwierig sein kann, die Orientierung rund um die eigenen finanziellen Entscheidungen für sich zu finden, wie man auch fürs Alter besser vorsorgen kann. Und viele von Ihnen schauen bestimmt ja doch regelmäßig unsere Videos auf YouTube und haben schon zahlreiche Bücher vielleicht auch und Börsenbriefe hier und da sich angeschaut, um herauszufinden, was man denn mit seinem Geld aktuell, gerade in der jetzigen Zeit, wo die Inflation recht hoch ist, machen kann. Und hierzu werde ich natürlich in meinem Investment-Workshop auch mal Antworten liefern über den eingeblendeten Link, der auch nochmal hier unter dem Video in der Videobeschreibung zu finden ist. Können Sie sich übrigens ganz kostenfrei Ihren persönlichen Platz sichern. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass für jeden da draußen einige sehr, sehr wertvolle und neue Impulse dabei sein werden. Ja, und obwohl die Renten für die Mehrheit der Menschen der Bevölkerung immer geringer wird, machen sich leider unsere politischen Verantwortlichen bei ihrer eigenen Pension immer weiter die Taschen voll, so kann man es mal ganz höflich ausdrücken, wie ich Ihnen erst kürzlich in einem der Videos mal auch vorgestellt habe, was ich übrigens hier auch nochmal links gerne einblende. Also ich freue mich riesig, wenn Sie am 8.10. mit dabei sind. Melden Sie sich am besten gleich an. Und bis dahin alles Gute, Ihr Klaus Hobbel.